herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo von mir. Heute kochen wir gemeinsam Sojageschnetzelte und Kartoffelpüree mit Jungzwiebeln. Das ist ein Gericht, der Patrick und ich auch natürlich sehr, sehr gerne essen. Und viele von euch haben gefragt nach unserem Rezept. Deswegen zeige ich euch, wie ich das koche. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und viel Glück beim Kochen. Für dieses Rezept brauchen wir 250 Gramm Süßkartoffel, 600 Gramm Kartoffel, ein wenig Salz, daraus 50 Gramm vegane Butter und zwei Jungzwiebeln. Für das Geschnetzelte brauchen wir eine Packung Sojaschnetzel 100 Gramm, 5 Esslöffel Kartoffelstärke, 5 Esslöffel Tamari Sojasauce und 5 Esslöffel Hefe-Haferflocken. Als erstes fangen wir mit den Sojaschnetzel an, in einem großen Schüssel die Sojaschnetzel reingeben und mit heißem Wasser überdecken und für ca. 15 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit werde ich die Kartoffel schälen und klein schneiden. Die Kartoffeln habe ich ganz klein geschnitten, damit ich beim Kochen nicht zu lange brauche. Nachdem ich die Kartoffeln gewaschen habe, habe ich Wasser eingefüllt, so viel, dass die Kartoffeln mit Wasser überdeckt sind und für ca. 30 Minuten auf mittlere Hitze köcheln lassen. Danach die Jungzwiebel klein schneiden und in eine Schüssel reingeben, denn den Zwiebel werden wir für den Püree ein wenig später wieder brauchen. Nach 30 Minuten sind meine Kartoffeln weich gekocht und ich werde den Topf auf der Seite lassen und weiter mit dem Sojaschnetzel arbeiten. Das Wasser vom Sojaschnetzel entfernen, die Sojaschnetzel mit kaltes Wasser abkühlen und anschließend habe ich mit der Hand das Wasser aus dem Sojaschnetzel ausgedrückt. Weiter geht es mit der Marinade, zuerst die Tamari Sojasauce, Kartoffelstärke und die Edelhefeflocken. Die drei Zutaten gut vermischen und damit die Sojaschnetzel marinieren. In eine große Pfanne etwas Erdnussöl reingeben und die Sojaschnetzel für ca. 20 Minuten auf mittlerer Hitze anbraten. Als nächstes machen wir den Püree, das Wasser von Kartoffeln entfernen, die 50 Gramm Butter dazugeben und wir fangen gleich zum Stampfen an. Das Kartoffelpüree ist fertig, wenn alle Kartoffeln zerstampft sind. Mit Salz abschmecken, die Jungzwiebel dazugeben und fertig ist das Püree. Mein Sojaschnitzel mit Kartoffel, Jungzwiebelpüree ist fertig und schaut so aus. So meine Lieben, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Essen hat euch geschmeckt und bis nächstes Mal. Tschüss!